Hallo auf Hashtag KKL, Kunst, Kultur, Literatur, das Magazin. Schön, dass du dabei bist und vor allem schön, dass du dabei bist, liebe Alina Becker. Sei gegrüßt aus Bad Vilbel nach... Hallo Jens, vielen Dank für die Einladung ins Sauerland. Ins Sauerland, hallo, schön, dass du da bist. Du bist nicht nur eine Autorin, sondern du bist auch eine Übersetzerin, aber ich möchte mit Autorin einmal anfangen. Und zwar, du hast studiert Geisteswissenschaften. Wie kam es dazu und was hast du denn damit vorgehabt oder hast noch damit vor? Ja, das ist immer die gute Frage, was hast du damit vorgehabt? Also eigentlich war das gar nicht mein Plan A. Ich wollte ursprünglich mal Musik studieren. Habe dann allerdings während des Abiturs gemerkt, dass das verdammt viel Arbeit, verdammt viel Üben ist und dass mit dadurch einfach der Spaß an der Musik so ein bisschen verloren gegangen ist. Und dann bin ich mit Sang und Klang auch bei der Aufnahmeprüfung gescheitert. Und dann ist es eigentlich ja, Plan B oder der ursprüngliche Plan A, ich weiß es nicht, geworden, irgendwas mit Sprachen zu machen. Also das ist, Abitur ist da, ich habe keine Ahnung, was ich machen will, also mache ich einfach irgendwas, was mir in der Schule gut gefallen hat. Und habe mich dann dafür entschieden, Anglistik und Skandinavistik zu studieren. Aus dem Grund, also Englisch war immer so mein Lieblingsfach in der Schule, sage ich jetzt einfach mal. Und mir war aber auch klar, dass es ein relativ häufiges Fach ist, also dass viele irgendwas in Richtung Englisch zu studieren. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann nimmst du noch irgendein Orchideenfach dabei. Und da ist es dann Skandinavistik geworden. Ja. Und was ich damit vorhatte, das wusste ich eigentlich ganz, ganz lange nicht. Da hat dann die Wende eigentlich erst eine Veranstaltungsreihe bei uns an der Uni gebracht, die hieß irgendwie Wege in den Beruf, Berufszweige für Geisteswissenschaftler oder so. Und sonst, ich war eigentlich jahrelang davon ausgegangen, ich versumpfe mein ganzes Leben lang an der Uni. Und bei dieser Vortragsreihe hat dann der Übersetzer Eike Schönfeld einen Vortrag gehalten und hat dann von dem Europäischen Übersetzerkollegium in Strahlen erzählt, wo er, glaube ich, mal irgendwann eine Hospitanz oder ein Praktikum oder so gemacht hatte. Das habe ich dann recherchiert und habe dann rausgefunden, dass die einzigen Leute, die da als Praktikanten quasi genommen werden, die Studenten vom Masterstudiengang Literaturübersetzen in Düsseldorf sind. Und so bin ich dann an meinen Masterstudiengang geraten. Und ja, dadurch ist dann quasi der konkrete Berufswunsch zustande gekommen. Aber ich wusste es erst jahrelang wirklich nicht, was ich damit anfangen will. Wie war das denn mit dem Schreiben von Prosa und ähnliche Genre, die du sehr, sehr gerne schreibst? Wie hast du denn da gemerkt oder was war der ausschlaggebende Punkt, dass du gerne Geschichten schreibst und auch ein bisschen erzählst vielleicht? Was war da der Auslöser dazu? Oder war das schon immer so, hast du gleich als Kind direkt Geschichten erzählt? Ja, also das war wirklich schon eigentlich immer so. Also meine ersten Geschichten, die es jetzt noch gibt, die ich auch wirklich noch habe, die sind wirklich aus der ersten Klasse, Anfang der ersten Klasse, weil ich irgendwie imstande war, ein paar Buchstaben zusammen zu häkeln. Fabuliert habe ich, glaube ich, auch einfach vorher schon sehr viel und deswegen könnte ich da jetzt auch keinen Anfangspunkt benennen oder so. Also ich habe dann wirklich eben auch in der Grundschule viele Geschichten geschrieben, dann als Teenager, da kam dann so ein bisschen andere Textsorten noch dabei und das hat sich bis heute dann so fortgesetzt. Du bist ja sehr vielseitig unterwegs, was das Schreiben betrifft. Du bist zwar jetzt verstärkt auf, sag ich mal, Kurzprosa oder Prosa, Kurzgeschichten in dem Bereich, aber du hast es schon versucht oder ich sage auch schön versucht, erfolgreich versucht mit Essays, Kolumnen, Kurzgeschichten, Comic, auch Lyrik war dabei und Texte allgemein. Interessiert dich das gesamte Feld? Oder war das jetzt einfach nur, ich schaue mal, was ich am liebsten mache oder am besten kann? Also ich muss sagen, mein großes Faible gilt auf jeden Fall der Prosa und den verschiedenen Prosa-Genres, sage ich jetzt mal. Für Lyrik kann ich mich hauptsächlich begeistern hinsichtlich der Tatsache, dass es strukturierter ist. Also ich mag da vor allem eben sehr metrische Formen. Einfach, ja, Sachen, die Stahlmetrik-Reimschema haben und so. Das finde ich ganz spannend, weil man da einfach auch ein bisschen gezwungen ist, sich an ein Muster anzupassen, was in der Prosa jetzt vielleicht nicht unbedingt so ist. Für experimentelle Lyrik, Prosa-Lyrik habe ich nicht so wahnsinnig viel übrig, aber ja, so diese anderen Genres, das war viel einfach ausprobieren. Also Kolumnen schreibe ich jetzt auch schon seit einigen Jahren. Das war damals auf der Autorenplattform keinverlag.de, wo ich die ersten Kolumnen geschrieben habe als Mitglied vom
Jugendkolumnenteam und mittlerweile schreibe ich dann ab und zu mal für unsere Online-Zeitschrift 16 Seiten. Also ja, und klar, Essays kommen natürlich auch im Rahmen des Studiums dann zustande. Hast du da so spezielle Themenvorlieben, was die Essays und Kolumnen betrifft? Oder nimmst du jedes Thema dieser Welt sozusagen einfach auf und machst was draus? Oder hast du Vorlieben? Also jedes Thema auf jeden Fall nicht. Ich habe immer das Gefühl, ich muss auch ein bisschen Ahnung von einem Thema haben, um das auch besser, ja, kommentieren zu können. Also bei meinen Kolumnen, das sind meistens ja irgendwie Kommentare zu irgendwelchen gesellschaftlichen Phänomenen oder sowas. Also meistens auch in sehr ironischer Form. Also das sind meistens Kommentare zu irgendwelchen Aufregern oder zu Trends, die ich nicht so wahnsinnig nachvollziehen kann und oder wahnsinnig übertrieben, übersteigert finde. Bei der Prosa ist es eigentlich so ein bisschen das menschliche Miteinander, was mich interessiert. Also zwischenmenschliche Kommunikation, Beziehungen und alles. Das ist eigentlich so der Aspekt, der meine Texte trägt, würde ich sagen. Also sie sind auch meistens sehr dialoglastig. Ich habe ein Faible für Dialoge, das auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Ist das auch schon ein bisschen autobiografisch, deine Geschichten, oder ist das fiktiv und was du in der Gesellschaft oder im Alltag so beobachtest? Autobiografisch wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe, klar, gerade als Teenager, glaube ich, ist man sehr autobiografisch und sehr nah an der eigenen Lebenswelt unterwegs. Aber ich habe dann irgendwann gerade so als junge Erwachsene dann gemerkt, dass es eigentlich, ja, dass es auch schwierig ist, sich dann von seinen Texten zu lösen und vor allem schwierig ist, mit Kritik umzugehen, wenn die Texte zu nah an der eigenen Wirklichkeit sind. Und seitdem bin ich wirklich eigentlich so unterwegs, dass meine Handlungen, meine Charaktere ziemlich fiktiv sind. Natürlich oft angelehnt an irgendwelche Geschichten, die man mal gehört hat, irgendwelche Leute, die man kennt, skurrile Charaktere oder so. Aber alles, was autobiografisch ist, das landet im Tagebuch oder maximal in den Kolumnen. Also die Kolumnen sind schon das Autobiografischste, würde ich sagen. Weil ja, da halt einfach eine Meinung mit durchscheint. Wie war das mit deiner Sprachfindung oder wie du dich halt ausdrückst, blumig, weniger blumig oder also generell, wie würdest du das beschreiben? Und vor allem, wie ist denn deine Erfahrung, wenn du so vergleichst mit dem, was du übersetzt, zu anderen Sprachen? Wie ist die deutsche Sprache im Vergleich mit der Ausdrucksweise jetzt zum Beispiel zum Dänisch, was du ja auch übersetzt, oder Schwedisch? Ja, also gerade im Vergleich, also ich meine, Dänisch und Schwedisch sind natürlich dem Deutschen per se schon recht ähnlich. Es sind ja alles germanische Sprachen. Auch das Englische hat noch viele Ähnlichkeiten strukturell. Ich denke mal, dass die Unterschiede größer sind, wenn man jetzt zum Beispiel aus dem Chinesischen, Japanischen oder was weiß ich nicht übersetzt. Das Deutsche ist per se erstmal recht lang, ein bisschen sperrig. Im Vergleich zum Englischen hat es natürlich mehr grammatikalische Feinheiten und Möglichkeiten auch, sag ich jetzt mal. Die skandinavischen Sprachen haben für mich immer ein bisschen was Niedliches, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe zuletzt gerade momentan übersetze ich einen Krimi, einen Thriller aus dem Schwedischen. Und das ist der Nachfolgeband quasi von einem anderen Thriller, den ich übersetzt habe. Und in diesem ersten Thriller ist es, geht um den schwedischen Geheimdienst und da ging es quasi, also in einem anderen Buch ging es darum, hat eine Terroristengruppe ein Kinderkrankenhaus überfallen und diese Sicherheitsbeamten stehen dann vor diesem Krankenhaus und fluchen, natürlich. Also sie schimpfen ich schimpfe jetzt mal ein bisschen Arsch und Übel auf diese Terroristen. Und es ist aber einfach, es ist sehr niedlich im Schwedischen. Also wir Deutschen zum Beispiel, wir fluchen sehr fäkal. Ja. Und im Schwedischen wird dann gerne so ach, zur Hölle nochmal oder Teufel nochmal oder sowas. Ja. Man kennt es auch so ein bisschen aus diesen schwedischen Kindergeschichten, sage ich jetzt mal. Es gibt bei Michel aus Lönneberger eine ganz, ganz niedliche Stelle, in der Michel Ida, also seiner kleinen Schwester, das Fluchen beibringt. Und er bringt ihr wirklich solche Ausdrücke bei wie zum Teufel. Und das ist im Deutschen total harmlos. Und im Schwedischen ist es ein ganz, ganz schlimmer Fluch oder so. Das ist das Schlimmste, was da eigentlich benutzt wird. Und da muss man natürlich dann eben auch die kulturellen Eigenheiten anpassen, sage ich jetzt mal. Also das Schwedische ist recht etwas simpler aufgebaut, sage ich jetzt mal, in der Hinsicht. Natürlich auch grammatikalisch und
da muss man dann wirklich schon mal auch vielleicht kurze Sätze zusammenfügen oder so, dass man im Deutschen einen etwas längeren Satz erhält, einfach damit es nicht so abgehackt klingt, was in den skandinavischen Sprachen jetzt nicht weiter auffällt, weil eben auch die Sprachmelodie eine ganz andere ist. Aber das es sind ist, so. ja. Aber wenn man jetzt aus der Sicht vom Gendern, im Moment ist ja ganz groß in Deutschland das Thema Gendern angesagt, wenn man jetzt aus der Hinsicht schaut, ist das ja in diesen Sprachen ja nicht so ganz problematisch, sage ich mal. Und da wird ja nicht so viel gegendert. Wie stehst du denn generell zu diesem, was zurzeit ja gegendert wird? Ich hatte wirklich schon befürchtet, dass du sowas fragst. Also erstmal muss ich da natürlich Erstmal muss ich da natürlich unterscheiden zwischen mir als Sprachdienstleisterin, also wenn ich eine Übersetzung anfertige, die das Gendern erfordert, sei es, weil es der Auftraggeber wünscht oder weil es der Ausgangstext hergibt, dann muss ich natürlich gendern. Ich als Privatperson halte von den gegenwärtigen Auswüchsen so ungefähr gar nichts. Also ich bin eigentlich eher das krasse Gegenteil, was das anbelangt. Ich weiß nicht, ob du schon mal von Nele Polacek gehört hast. Ich glaube schon, ja. Die ist, die eine eben auch eine vehement andere Haltung da vertritt, die eben sagt, dass sie Gendern als sexistisch empfindet, weil eben diese Betonung immer so auf das Geschlecht gelegt wird. Ja. Und das ist im Grunde auch meine Haltung dazu. Also ich merke, dass ich für mich oft einfach auch generische Formen verwende, auch wenn ich jetzt die feminin movierte Form verwenden könnte, also sagen könnte, ich bin Übersetzerin oder was auch immer. Manchmal sage ich Übersetzerin, manchmal sage ich Übersetzer. Das ist für mich, macht es ehrlich gesagt keinen großen Unterschied. Und ich finde auch dieses Betonen eher problematisch als das Wegfallen lassen. Und das ist es wird ja auch immer gesagt, in den skandinavischen Sprachen gäbe es das eben auch gar nicht. Da musste ich letztens allerdings auch lernen, dass es doch noch Überreste von früher gibt. Also einmal gibt es ja im Schwedischen zum Beispiel dieses Pronomen hen. Das ist sächliche Pronomen, was da geschaffen wurde. Erfahrungsgemäß würde ich allerdings sagen, das wird eigentlich fast nie verwendet. Also ich bin noch kein einziges Mal drüber gestolpert. Und dann ist es eigentlich so, dass die skandinavischen Sprachen diese feminine Endung, das Inner, im Schwedischen verloren haben und eigentlich mittlerweile nur noch eine Form für Männer und Frauen verwenden. Und das war jetzt allerdings in einem Roman, den ich übersetzt habe, wo ich dann wirklich auch mich mit der Autorin auseinandergesetzt habe, weil da nämlich zwei Charaktere drin vorkamen, bei denen ich nicht wusste, sind sie jetzt männlich oder weiblich, weil einfach nur die Funktion beschrieben habe. Das war oder einmal divers. Hätte auch sein können, genau, ja. Das stimmt. Ja, das war einmal eine Verkaufsperson in einem Laden und dann war es ein Kellner. Und ich hatte wirklich nicht auf dem Schirm, dass es im Schwedischen anscheinend noch unterschiedliche Formen für Kellner und Kellnerin gibt. Und zwar Serviteur und Servitrice. Ich wusste es gar nicht. Für mich war das klar, auch Serviteur, ja, das ist ein Oberbegriff für Kellner, kann männlich oder weiblich sein, weil ich auch über dieses Wort Servitrice vorher noch nie gestolpert bin. Und dann schrieb mir die Autorin eben auch, ja, in dem Fall ist er halt männlich, weil wir doch das andere Wort haben. Ja. Mein Gott, okay, ja, das wusste ich gar nicht. Jetzt auch noch dazu gelernt. Aber ich persönlich wäre eigentlich dafür, eher auf Geschlechtsmarkierungen zu verzichten, als sie zusätzlich hinzuzufügen. Das ist so meine persönliche. Also ich frage das immer sehr gerne in meinen Gesprächen mit Leuten, die irgendwas mit Schreiberei zu tun haben, auch in den verschiedenen Altern, in denen die Leute gerade sind, ist es immer ganz interessant, wie die Menschen das überhaupt so generell sehen. Und das soll einfach nur eine Beobachtungsgabe sein, wie die Menschen eigentlich so generell dazu stehen. Wir positionieren uns jetzt ja auch nicht, dass bei Hashtag KKL das nur so läuft oder so läuft, das wollen wir gar nicht. Aber wir wollen auf jeden Fall so ein bisschen eine Flächendebatte oder so auch damit ein bisschen anheizen, weil ich bin jetzt 1968 geboren und wir haben schon in Deutschland viele Wörter kommen und gehen gesehen. Ja, und manche haben sie etabliert und manche haben sich nicht etabliert und das wird jetzt wahrscheinlich auch so sein. Was mir halt auffällt, ist, dass es, wie du das eben genau richtig gesagt hast, es wird dermaßen thematisiert, dass eigentlich der Inhalt ein bisschen flöten geht, meiner Ansicht nach, und nur noch darauf geachtet wird. Und da, wo die Aufmerksamkeit ist, ist ja auch immer die Energie. Und
Das ist halt ein bisschen im Moment too much. Und ich glaube auch, das ist meine persönliche Meinung jetzt, dass gar nicht so viele Leute gendern wollen, aber dass die mediale Aufbereitung sehr groß ist. Und deswegen bekommt man den Eindruck, dass es so gewünscht wäre. Das ist aber mein persönlicher Eindruck. Das, also mein Eindruck ist es auf jeden Fall auch. Vor allem ist es einfach eine Debatte, die eben in bestimmten Milieus geführt wird. Und das sind bestimmte geisteswissenschaftliche, mediale Milieus. Und also Beobachtung, die ich mache, ist zum Beispiel auch, dass es bei Freunden, die jetzt im naturwissenschaftlichen oder technischen Bereich unterwegs sind, auch Akademiker, dass es da auch eigentlich eine Debatte ist, die vollkommen an diesen Branchen vorbeigeht. Und klar, natürlich, jetzt wenn man selbst eben in der sprachlichen, kulturellen Branche oder so unterwegs ist, dann wird man natürlich auch wahnsinnig oft damit konfrontiert und alles. Ja, aber ich sehe da eben auch Probleme. Also abgesehen von dieser Überbetonung ist es bei mir einfach so, dass ich finde, dass sich die momentanen Lösungen einfach in unsere Grammatik nicht so wahnsinnig gut einfügen, wie sie es eventuell könnten oder sollten. Und ja, aber ich bin da jetzt auch nicht dogmatisch und wird jemandem sagen, hör auf zu gendern oder was für ein Schwachsinn oder so. Wer gendern möchte, der soll es tun. Und ich bin genauso wenig, wie ich für ein Gender-Gebot bin ich für ein Gender-Verbot. Das ist letzten Endes gehört Sprache allen und niemandem, ne? Das ist eine wunderbare Einstellung, freiheitsliebend, und jeder soll halt gucken, wie er das gerne macht. Es geht ja immer darum, dass man den anderen irgendwie nicht mit der Sprache beleidigt. Man kann es ja auch umgehen, man kann ja einfach Autorinnen und Autoren sagen und dann ist es ja alles gut. Ja, Kurzgeschichten sind so dein Ding. Deine Lieblingsthemen hast du auch schon gesagt, im Bereich, was dich betrifft, oder Familie, Gesellschaft, Alltag etc. Roman? Ein Roman? Wie sieht es damit aus? Hast du das mal vor, einen Roman zu schreiben? Ich glaube, die meisten Leute, also viele Leute, die schreiben, sind ja immer in dieser Situation, dass sie irgendwie an einem Roman schreiben, oder? Stimmt, viele. Ich habe sehr, sehr viele verworfene Projekte in der Schublade. Im Moment schreibe ich allerdings etwas intensiver an einem Projekt, dem ich auch wirklich durchaus Zukunft zugestehen würde, einfach weil es das erste Projekt ist, bei dem ich merke, okay, das spielt jetzt weniger von mir persönlich mit hinein. Also da ist einfach eine größere Distanz. Und also der letzte Roman zum Beispiel, den ich verworfen habe wieder, der hätte als zentrales Thema ein Punkt aus meiner eigenen Beziehung eigentlich aufgegriffen, was so abgeklärt war auch mit meinem Freund, aber ich habe dann gemerkt, okay, ganz ehrlich, darüber kann ich nicht schreiben, das will ich auch gar nicht. Also das heißt, wenn es ein Roman von dir geben wird, wird es eher eine Fiktion sein, eine Erzählung. Ja, eine, auf jeden Fall. Genau. Und ich sehe schon, du hast ganz viele Ideen, aber du willst noch nicht so viel verraten, das finde ich auch in Ordnung. Ja, das ist halt immer so eine Sache, wenn man das dann ankündigt. Ich habe zum Beispiel bei einer Lesung, wir waren von der Grenzgänger-Autorengruppe, waren wir einmal in Rumänien und haben da zwei Lesungen gehalten. Und da habe ich einfach aus Juxtedollerei von diesem letzten verworfenen Romanprojekt mal den Einstieg, das erste Kapitel gelesen, einfach nur um zu gucken, wie es ankommt. Mhm. Und die Leute waren total begeistert und es ist dann auch in einer Zeitung in Rumänien ein Bericht über unsere Lesung erschienen und ich wurde dann da als Romanautorin vorgestellt, deren Debütroman jetzt in Kürze ansteht. Und ich dachte mir, ja, ich habe da ein paar Kapitel geschrieben, macht mal halblang. Und das war dann der Punkt, an dem ich gesagt habe, okay, über bestehende Projekte sollte ich jetzt vielleicht echt nicht zu viel erzählen, wenn es dann nicht immer ganz gut, wenn man in der Öffentlichkeit keine irgendwie Vorhersagen macht, weil man wird sofort drauf festgenagelt. Aber auf der anderen Seite ist es manchmal ganz gut, wenn man ein Projekt anheizen will oder schneller voranbringen will und die Eigenmotivation fehlt so ein bisschen, dass man das tut, weil dann muss man nämlich. Das hilft dann auch manchmal. Das auf jeden Fall, das kann sein. Das habe ich mal gemacht. Ich habe mal eine Adventskalendernovelle geschrieben. Also jeden Dezembertag quasi ein Stück von einer längeren Geschichte. Und da war dann der Druck auf jeden Fall da. Ich habe sie dann fertig geschrieben. Manchmal wurde der jeweilige Teil erst an dem Tag fertig auch. Aber ich habe mich wirklich dann bis zum 24. da durchgehangelt. War dann aber auch durchaus ein kleines bisschen gestresst, weil ich das Ganze eben noch nicht fertig hatte, als ich am 1. Dezember angekommen war und dann loslegen musste mit diesem Adventskalender.
Aber da hat der Druck tatsächlich geholfen, ja. Ja, das ist deine Vielseitigkeit sagt das ja auch wieder so aus, dass du viele Interessen hast, was die Schreiberei betrifft. Deswegen bist du ja schon breit aufgestellt, sage ich mit auch in verschiedenen Genres. Und du bist auch an einigen sehr spannenden Projekten, sag ich mal, einfach so beteiligt oder machst da mit oder hast irgendeine Funktion. Und zwar, das sind gar nicht so wenig, und zwar erstmal 16 Seiten. Genau, das ist die 16 Seiten, das ist eine Online-Literaturzeitschrift, ein bisschen vergleichbar eigentlich mit deinem KKL-Magazin, würde ich sagen, so von der Art, also hauptsächlich Literatur, ein bisschen auch andere Kunstformen, sag ich jetzt mal. Die ist ursprünglich eben auch aus diesem Literaturforum Kein Verlag e.V. erwachsen und wurde dann von dem Verein übernommen, Kein Verlag e.V., bei dem ich auch im Vorstand bin. Und ja, wir betreiben die momentan. Das ist ein Organ sozusagen von dem Verein, kann man das so sagen? Ist es so ein Organ von dem Verein? Eine Auf jeden Fall, das ist das. Genau, das ist eines unserer Dauerprojekte und da bieten wir eben einfach. Ja, Menschen, ob es jetzt Vereinsmitglieder sind oder eben auch Externe, die Möglichkeit, eben ein bisschen Reichweite auch zu bekommen. Und der Name Kein Verlag e.V., muss der so sein, dass jeder da, wer Mitglied werden möchte, Kein Verlag schon hat? Oder darf da jeder irgendwie auch mitmachen? Der Verein heißt eigentlich auch nur so, weil dieses Forum, aus dem erwachsen ist, das Forum von Jan Zenker, das Literaturforum, so hieß. Okay. Aber nein, also da darf jeder mitmachen, egal ob er jetzt bei einem Verlag ist oder nicht. Es ist, bei dem Forum gab es schon häufig ganz lustige Verwechslungen auch. Also ich weiß, dass der Webmaster dieses Forums sehr oft Zuschriften bekommt, bei denen er dann eben die Bücher von Leuten zugeschickt bekommt, die davon ausgehen, dass er wirklich ein Verlag ist. Nicht kein Verlag, sondern ein Verlag. Mhm. Nee, das war eigentlich, das Forum existiert auch schon recht lange. Das ist eines der ältesten Literaturforen, glaube ich, die es hier im deutschsprachigen Raum gibt. Und das war ja ursprünglich mal gedacht, eben für Leute, die halt keinen Verlag haben und veröffentlichen wollen oder sich über Literatur austauschen wollen. Und der Verein hat eben demzufolge den gleichen Namen. Das besteht auch bis heute. Und aber wir nehmen auch Verlagsautoren. Und was kann man denn machen, wenn ich jetzt da Mitglied werde? Was bekomme ich denn da geboten oder was kann ich tun? Habe ich Veröffentlichungsmöglichkeiten oder warum sollte ich da noch eintreten? Also die Veröffentlichungsmöglichkeiten, die bestehen natürlich einmal über die 16 Seiten sowieso auch. Dann haben wir ein großes Dauerprojekt eigentlich, das ist die Zusammenkunst. Das ist ein Kunst-Kultur-Literatur-Festival, das wir einmal im Jahr veranstalten in Rheinbech am Niederrhein, meistens im Herbst. Ist jetzt schon zweimal ausgefallen, beziehungsweise fällt jetzt das zweite Mal aus aufgrund von Corona, ist halt so. Aber das ist ein Projekt, bei dem ursprünglich eigentlich Autoren des Forums bzw. des Vereins zusammengeführt wurden mit Künstlern, mit regionalen Künstlern. Die ersten Leute, die teilgenommen haben, kamen eben auch aus dieser Niederrhein-Gegend. Mittlerweile haben wir Leute dabei, die auch aus dem europäischen Ausland anreisen. Also wir haben eine Autorin, die aus Norwegen kommt und einen Gitarristen, der mit seiner Freundin eine Band hat, die momentan in Spanien wohnt. Also da kommen die Leute mittlerweile von überall her und die Ursprungsidee war, dass immer ein Autor mit einem Künstler gepaart wird und dann der Künstler einen Text quasi umsetzt auf der Bühne und dann beide zusammen auch auf der Bühne stehen und diesen Text, diese neue Kunstform. Ein bildender Künstler, ein Maler und sowas, ja, also so zusammen. Oder Musiker, Theaterleute, okay. Wir hatten Leute, die haben Ausdruckstanz gemacht, Leute, die fotografiert haben oder Videos gedreht haben, also wir haben da sehr, sehr viele unterschiedliche Formen einfach schon bei gehabt. Manchmal gibt's ein kleines Ungleichgewicht, weil wir zu viele Künstler oder zu viele Autoren haben, dann passiert es auch schon mal, dass zwei Autoren zusammengepaart werden oder zwei Künstler jetzt irgendwie was zusammen machen, aber der Kern der Sache ist eigentlich immer, dass Leute, die sich vielleicht vorher nicht kannten oder die sich vorher schon kannten, zusammen was Neues schaffen. Ja, ich finde den Titel auch sehr gut, Zusammenkunst. Wollt ihr vielleicht ein Online-Projekt draus machen oder sagt ihr euch, nee, das muss live sein? Wir haben dieses Jahr tatsächlich vor, ein Online-Projekt zu machen. Stimmt. Die Einladung an die regelmäßigen Teilnehmer, die sind auch schon raus. Wir schauen jetzt einfach mal, also wir wollen das dieses Jahr keinen Kalender nennen, also quasi so eine Art Adventskalender, allerdings um die Zeit, in der sonst die Zusammenkunft stattfindet. Und die Idee dahinter ist, dass die Leute Videos aufnehmen, wirklich auch. Und dann läuft es über Zoom auch oder
Ich denke mal, dass wir es wahrscheinlich über unseren Facebook-Kanal öffentlich machen werden. Also die Leute schicken uns dann die vorgedrehten Videos zu. Das ist eigentlich so der Plan dahinter. Wir schauen jetzt gerade mal, wie die Resonanz ist. Aber ihr ladet die Künstler ein, wenn ich das richtig verstehe. Also da kann man sich nicht bewerben, sondern ihr sagt, ihr ladet sie ein sozusagen. Das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen. Man kann sich auch bewerben, wenn man noch nie dabei war. Wir haben auf unseren Kanälen öffentliche Aufrufe auch gepostet. Jeweils deswegen jetzt einmal einen öffentlichen Aufruf machen darf. Ihr seid herzlich eingeladen. Ich weiß nicht, ob wir es vielleicht verlinken können oder so. Gerne. daran teilzunehmen und dann in den nächsten Jahren wieder bei der Zusammenkunft auch live dabei zu sein. Das ist eigentlich ganz spannend. Also wir sind da mittlerweile so eine große kleine Familie, sage ich jetzt mal. Ja, und es kommen auch immer wieder neue Leute dazu. Manchmal fallen Leute wieder raus. Also das ist hat einen relativ festen Kern und vor allem in der heutigen Zeit finde ich es halt auch sehr, sehr gut und sehr wichtig, weil die Kulturecke und die Kulturszene ist ja natürlich durch wir haben es ja schon mal gesagt, durch Corona ganz schön zurückgegangen und dadurch denke ich, ist jede Veröffentlichungsmöglichkeit oder irgendwas, was so bisschen in die Breite geht für jeden Künstler, egal was er tut, auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Haben wir noch ein Projekt vergessen? Autorengruppe. Ich überlege jetzt gerade. Autorengruppe. Du bist noch in Autorengruppen unterwegs, genau. Ja, genau, diese Autorengruppe, die Grenzgänger, hat allerdings jetzt schon länger nichts gemacht, aber wir haben vor einigen Jahren da wirklich mal häufiger auch Lesungen gemacht, das waren alles Autoren. Es waren hauptsächlich Autoren, die aus Süddeutschland kamen, der Schweiz und Österreich. Österreich? Nee, Österreicher? Ja, klar, Österreicher. Italien. Mhm. Ich bin aus Italien dabei. Deswegen auch der Name Grenzgänger. Wir haben damals, war das 2016, glaube ich, eine Lesereise eben auch gemacht, die hatte ich ja eben schon mal erwähnt, nach Rumänien, nach Michelsberg und Hermannstadt. Das war sehr spannend auf jeden Fall. Und haben ansonsten, woran ich noch teilgenommen habe, das waren jetzt Lesungen im Freiburger Raum. Das war in der Zeit, als ich eben auch zum Studium unten in Freiburg war. Ja, aber das sind natürlich auch alles Geschichten, die im Moment durch Corona und alles sehr abgenommen haben. Ja, dann hoffen wir, dass sie alle wieder persönlichen Treffen zunehmen. Ja, auf jeden Fall, ne? Und bis hierhin schon mal lieben Dank für deine schönen Antworten und interessanten Sachen. Wir werden ja, wie ich das jetzt rausgehört habe, noch einiges von dir sehen, um dich jetzt nochmal unter Druck zu setzen mit deinem Buch. Nein, Quatsch, war Spaß. Wir werden einiges auf jeden Fall von dir hören und wir dürfen jeden mal einladen, auf die 16 Seiten zu gehen und auf diese ganzen Sachen, die wir verlinken, sehr interessante Projekte, wie ich so finde. Und jetzt als Abschluss, stell dir einfach vor, du hast jetzt deinen Roman schon geschrieben und es gibt natürlich ein Happy End. Und was würdest du denn in diesem Happy End dir von der Welt und für die Welt sozusagen wünschen? Was wünschst du dir von der Welt oder was wünschst du der Welt oder für die Welt? Für die Welt, ich würde sagen, ein bisschen zur Ruhe zu kommen, auf jeden Fall, in jeglicher Hinsicht. Also natürlich, was Konflikte anbelangt. Und also mein Credo für mich selbst und mein eigenes Leben ist eigentlich immer so ein bisschen eine gewisse Ausgewogenheit zu bewahren. Also keine Exzesse, sondern einfach eine gewisse Balance zu bekommen. Und das ist ehrlich gesagt das, was ich mir auch für die Welt oder allen anderen für die Welt wünschen würde, sei es in politischer, gesellschaftlicher oder ökologischer Hinsicht. Einfach ein bisschen Vernunft, ein bisschen runterkommen. So. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich bedanke mich auch. War sehr spannend.